Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 20. Oktober. Wir haben 10.11 Uhr. Wir beginnen mit der ersten Fraktionssitzung nach der Herbstpause. Und kurz vorweg, Michel hat noch ein wichtiges Telefonat, was er jetzt leider nicht verschieben konnte. Er wird dann direkt im Anschluss kommen und der Dietmar ebenfalls. Wir haben einige Krankmeldungen und mehrere Ausschussreisen, Reisen und einen Außentermin. Nun denn, wir haben für die Top 1 Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Ich Olaf bitte, vorweg, extra schnell vorweg. Ja, genau, weil ich noch einen weiteren nicht öffentlichen Teil beantrage. Gleiche, also weil er letztes Mal, also aus Zeitgründen ja nicht mehr war. Genau, 5 bis 10 Minuten ist nur kurz. Ich will nur kurz was anreißen. Keine Abstimmung, nichts, aber es ist eine strategische und eine taktische Sache, die, wenn ich es dann gesagt habe, werdet ihr auch verstehen, warum ich es nicht im öffentlichen Teil dann machen dann möchte. Dann machen wir hier noch Olaf hinter. Ja. Gut, machen wir also so. Okay, stimmt, war hinten runtergefallen beim letzten Mal. Vielen Dank für die Erinnerung. Also, ich fange mal kurz an vorzulesen. Wir haben im Bereich Personalia maximal 10 Minuten Hartmut Grumpy. Wir haben da auch ein paar Rückfragen. Dann, ich nenne es jetzt immer mal Taktikteil, klingt ein bisschen blöd. Letztlich, wir gehen ja damit dann trotzdem immer nach draußen, haben wir einmal etwas von Joachim, von mir damit dran und dann natürlich von Olaf. Dann haben wir nur einen Kurzbericht in Vertretung für Frank, 5 Minuten. Und nochmal etwas von Michel, was Aktuelles, wo ich jetzt aber selber keine konkrete Info habe. Deswegen bin ich da spannend interessiert, was das ist. Sind ca. 15 Minuten. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 55 Minuten, ich sage mal maximal eine Stunde. Ich glaube aber, dass wir, wenn ich mir das so angucke, schneller durchkommen würden. Gibt es da weitere Wünsche, Nachfragen, Rückfragen? Okay, spricht sich jemand gegen diese nicht öffentlichen Teile aus? Das ist nicht der Fall, wunderbar. Dann werden wir die so schnell wie es geht abhändeln. Kurze Info, um 11.30 Uhr, Joachim, korrigier mich bitte, haben wir jemanden eingeladen, was dann schon für den nicht öffentlichen Teil wäre. Da geht es um eine interne Vorstellung. Das Thema selber können wir aber, denke ich, öffentlich behandeln. Wir haben das auch entsprechend formuliert, die Beschlussvorlage. Sollte es da Probleme geben, glaube ich, nee, wird es nicht geben, das wird schon klappen. Nun gut. Eine im Vorstand, ja. Nur deswegen wollen wir es ja auch einmal hier in der Fraktionssitzung dann öffentlich besprechen. Wer jetzt schon neugierig ist, es geht um Lobbyismus. Das war Top 1. Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle von der gestrigen Vorstandssitzung. Da würde ich wie immer ganz klassisch zuerst die Pressestelle bitten. Oh, die, dann drehen wir das jetzt eben um. Dann würde ich sagen, kommen wir kurz, Hartmut, wenn du möchtest. Mal kurze Informationen zum Bereich Verwaltung und Personalien. Im Bereich der Verwaltung, wir haben jetzt festgelegt, dass sämtliche Kommunikationsmittel und Giveaways vom Piratenshop in Berlin, also als das ist ein Zweckbetrieb der Partei, eingekauft werden. Das Verfahren ist mit der Landtagsverwaltung abgesprochen. Dann haben wir den Politcomic beauftragt, den ersten. Und es wird am 17.11. das kommunale Vernetzungstreffen stattfinden. Und aktuell sind wir dabei, die Vorlage für den Wirtschaftsplan 2015 inklusive eines Ausblickes für 2016 zu entwickeln, der dann alsbald der Fraktion vorgelegt wird. Zum Bereich Personalien. Es gibt die Vakanz der Referentenstelle Rechtsausschuss und Soziales. Da müssen wir noch über das weitere Verfahren uns verständigen. Die interne Stellenausschreibung der Referenten, Einbürgerung des Referenten, Einbürgerung, Flüchtlingsfonds, Integration ist gestern abgelaufen. Bis jetzt liegt mir da nichts vor. Da haben wir also keine interne Bewerbung vorliegen.
Das Bewerbungsgespräch wegen der Stelle Antrags- und Sitzungsassistenz und Vorstandsreferent, da sind die Bewerbungsgespräche geführt worden. Da wird alsbald dann eine Entscheidung zu treffen sein. Dann gibt es noch eine Information aus der Referentenrunde von gestern, aber das würde ich dann an Grampi weitergeben. Vielen Dank, Hartmut. Ganz kurz, genau, in diesem Zusammenhang im Anschluss an die Vorstandssitzung und die gestrige Referentenrunde hatten wir einiges festgestellt. Wir haben diese Woche darauf, werden wir im Rahmen der heutigen TO ja nachher auch noch mal kurz darauf eingehen, auf die Helferkonferenz im Bereich Sonstiges, haben wir das mal separat eingetragen. Wir werden diesbezüglich schauen, dass wir die Erkenntnisse aus der Helferkonferenz kurzfristig sinnvoll auch noch in Anträge ummünzen. Es gäbe da zum Beispiel die Möglichkeit der Prüfung, je nachdem, ob dann da noch zusätzliche Informationen kommen, über Angebote im Bereich der Sprachunterrichte oder eventuell noch andere Bezüge. Denn zufälligerweise findet unsere Helferkonferenz ja am Donnerstag statt. Am Freitag ist der Flüchtlingsgipfel kurz vorweg, wo Simone netterweise stellvertretend hingehen wird. Und am Samstag ist erneut eine Helferkonferenz hier im Landtag, interessanterweise von der SPD. Finde ich äußerst spannend, können wir nachher nochmal kurz drüber reden. Und dann wird es versuchen wir halt noch einen Antrag für den Bereich Safe Harbor und Vorratsdatenspeicherung, auf die Beine zu stellen. Hier gibt es einen interessanten Aspekt. Die einen sagen, hey, super, Safe Harbor ist gefallen. Die anderen sagen, wir haben jetzt hier die Vorratsdatenspeicherung. Die Amis selber dürfen jetzt keine Daten mehr sammeln. Die deutsche Regierung kann dann jetzt Daten sammeln. Ist schon sehr interessant, wenn zu einer Thematik mehr oder weniger das eine abgelehnt wird und das andere angenommen wird. Dann ergänze ich noch kurz aus der Vorstandssitzung, ob es da etwas gab, was wir hier jetzt noch nicht haben. Ach genau, wir werden für die nächste Woche gibt es noch ein kleines Event, was wir angedacht haben, wo vor Wochen schon mal ein Vorschlag kam, der nachgebessert worden war, den wir dann einbringen möchten. Das ist eine Ausstellung im Rahmen des PUA NSU. Da geht es um eine Dokumentation über den nationalsozialistischen Untergrund und dessen Verbrechen in den letzten Jahren. Gibt es aus dem Bereich der regulären Vorstandssitzung Rückfragen? Dann würde ich kurz den Bericht der Pressestelle anfragen. Wir waren ruhig und wir haben im Moment die Helferkonferenz auf der Tagesordnung. Da gibt es jetzt auch gerade Interesse vom WDR, da komme ich gleich nochmal auf Simone zu. Und auf dich müssen wir darüber sprechen, ob die dabei sein dürfen, können, sollen und so weiter. Aber ansonsten, wie gesagt, Helferkonferenz, aber wie ich gerade gehört habe, ist das ein extra Top unter Sonstiges. Deswegen sage ich da jetzt weiter nichts zu. Alles klar. Dann ergänze ich den Pressebericht noch. Ich war gestern Abend halt wieder im Bundespressemumble, habe dabei dann auch mit unseren NRW-Leuten nochmal sprechen können. Ich habe mehr oder weniger das, was Jens gerade gesagt hatte, auch schon gestern in der Vorstandssitzung, dort auch nochmal zum Besten gegeben. Ich weiß halt aus den anderen Landesverbänden, auch dort ist das Thema Flüchtlinge gerade über alle Parteien hinweg, auch in den anderen Landtagen, ein absolutes Top-Thema, sodass es tatsächlich, möchte ich mal fast sagen, bundesweit ganz weit oben steht und auch tagesordnungsbeherrschend war. Es gab aus der Bundespresserunde ansonsten noch die Bitte, einmal ganz, ganz dringlich darauf hinzuweisen, dass wir nur diese Woche Zeit haben, alle Leute immer wieder darüber zu informieren, dass im Europaparlament höchstwahrscheinlich die Netzneutralität über Bord geworfen werden wird. Auch hier noch einmal savetheinternet.eu, der Hinweis, Kontakt aufzunehmen mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments zum einen
Zum Zweiten wird es bezüglich der Vorratsdatenspeicherung eine Möglichkeit geben, sich einer Sammelklage anzuschließen. Den genauen Link, wenn das alles fertig ist und steht, werden wir dann natürlich auch entsprechend, denke ich mir mal, bewerben. Das waren so die beiden anderen großen bundesdeutschen Dinge, die da gerade so kursieren. Gibt es noch Rückfragen zu anderen Themen, die die Presse behandelt hat oder nicht behandelt hat oder was gewünscht ist? Gibt es sonst noch Fragen zur Vorstandssitzung? Dann würde ich sagen, sind wir mit Top. Ach so, Moment, jetzt gibt es hier noch die, zwei Vorlagen haben wir hier noch reingesetzt, genau. Da würde ich dann jetzt konkret drauf kommen. Die sind nämlich entstanden, beziehungsweise haben wir halt gestern auch schon in der Vorstandssitzung behandelt. Da würde ich jetzt noch einmal an Hartmut zurückgeben. Die sind bereits im PET auch eingetragen. Ja, das sind zwei Beschlüsse, die gestern der Vorstand gefasst hat. Zum einen geht es um die Vorbereitung einer großen Anfrage für Anfang 2016. Da hat der Vorstand die Geschäftsführung beauftragt, Recherchearbeiten zur Vorbereitung zu beauftragen. Es geht um das Thema politische Einflussnahme. Da soll recherchiert werden und Ziel ist es, die Grundlage zu legen für eine große Anfrage in 2016. Geht auf eine Initiative von Joachim zurück. Das ist gestern beschlossen worden. Das Budget liegt im Rahmen dessen, was der Vorstand beschließen kann. Dann haben wir einen zweiten Beschluss gefasst im Vorstand. Der Vorstand hat den Beschluss gefasst. Und zwar, Blick, damit ich es hier auch nicht falsch mache. Und zwar, der Vorstand hat die Geschäftsführung beauftragt, die Umsetzung einer interaktiven Online-Plattform mit dem Thema Verfassungspiraten zu beauftragen. Und die Umsetzung beinhaltet also nicht nur diese Plattform, sondern auch die Organisation der kontinuierlichen Moderation, der Interaktivität durch fachlich versierte Mitarbeiter der Fraktion, als auch des Aufbaus von Kontakten und Begegnungen zu den juristischen Fakultäten des Landes NRWs und eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit. Das ist also nicht nur eine technische Plattform, sondern das ist sehr dialogorientiert und soll im Wesentlichen auch dazu führen, die Arbeit der Verfassungskommission zu reflektieren und das Thema Verfassung nicht aus den Augen zu verlieren. Sekunde gerade. Diese Initiative geht auf Tuse zurück. Danke, Hartmut. Dann haben wir einmal... Ach so, oh, Verzeihung, Creon bitte. Nur kurze Rückfrage. Ich nehme an, dass es einmal ja sowieso aus dem, wir haben ja ein Budget für die Verfassungskommission, dass das verwendet werden kann. Und die zweite ist weniger eine Frage eigentlich, sondern eine Anmerkung. Wir haben bisher öfter mal so kleine Webprojekte gehabt, Haushalt optisch darstellen, und da waren noch ein paar andere Sachen, mit Snowden irgendwas, die Timeline und so weiter und so fort. Mein Problem mit vielen dieser Projekte ist, dass die immer verschwinden. Wir haben diese Projekte gemacht, die sind auf irgendeiner Unterseite zu finden, aber sobald sie nicht mehr beworben werden auf der eigentlichen Seite, vergisst sie jeder und keiner findet sie mehr. Und sie sind auch nicht mehr, also selbst wenn man sich für Piraten interessiert und für unsere Arbeit, man findet sie nicht. Und mir wäre es lieb, wenn wir sowas machen, dass wir ein Konzept haben, dass wir diese Projekte, die wir haben und die ja teilweise auch sehr gut sind, dass wir die leichter auffindbar zu machen oder leichter zugänglich zu machen, damit man sie auch wirklich sieht. Wenn wir eine Plattform haben, die sehr entkoppelt ist von unserer eigentlichen Webseite, haben wir davon leider meistens gar nichts, weil keiner da drauf geht. Ich hab mich mal kurz selber mit auf die Rednerliste gesetzt. Guter Hinweis nochmal, sollten wir zumindest zum einen im Dashboard unserer eigenen Übersichtsseite sammeln, die ja auch öffentlich einsehbar ist, und zum anderen diese einzelnen Projekte auch nochmal auszugraben und nochmal separat zu bewerben, ist ja auch nicht schlecht, weil die Haushaltsseite ist ja jetzt nichts, was
absäuft, sondern kontinuierlich Jahr für Jahr aktualisiert und wird entsprechend, von daher ist das nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis. Nehme ich auf jeden Fall mal so mit, weil wir haben ja auch nachher noch IT-Runde in meiner Abwesenheit, wo ich kurzfristig noch einen anderen Termin habe. Danke. Gibt es da weitere Diskussionspunkte? Nicht. Okay. Dann haben wir eine Kleinigkeit, das muss ich jetzt mal gerade nachgucken, immer noch innerhalb von Top 2. Wir haben einen Vorschlag zur Einsetzung von Kernarbeitskreisen. Und zwar ist das ein Entwurf, der entstanden war heraus aus den Referentenrunden heraus, aus unseren Klausurtagungen heraus. Wir hatten ja gesagt, dass wir uns auf ein paar Kernthemen stärker fokussieren wollen, die anderen Sachen jetzt nicht unter den Tisch fallen, sondern dass wir unsere regulären Arbeitskreise darauf ein wenig ausrichten. Demzufolge nach wir 4 Arbeitskreise schaffen. Wir haben da einen Lösungsvorschlag, der ist gemeinsam erarbeitet, auch zusammen mit den Referenten. Wir müssten dann vielleicht klären, wer sozusagen verpflichtend ebenfalls mit an diesen Runden teilnimmt. Ich lese mal ganz kurz vor. Es gibt den AK, es würde dann geben den AK Digitale Revolution montags von 12 bis 13 Uhr, den AK Transparenz von 13 bis 14 Uhr, den AK Demokratie von 14 bis 15 Uhr und den AK Bürgerrechte von 15 bis 16 Uhr. Regulär um 16 Uhr findet die Referentenrunde statt, die dann noch einmal zusammen fast in gestrafter Form, was in den Einzelkernarbeitskreisen erörtert und diskutiert worden war. Und dann sehe ich auch schon die erste Wortmeldung. Die zweite Sekunde, ich, Simone Kreon, dann würde ich sagen, Simone, bitte. Ja, verpflichtende Teilnahme. Wir hatten ja schon mal in der Vorstandssitzung auch darüber gesprochen, oder ich hatte ja schon mal gesagt, ich sehe das ein bisschen fluide bezüglich der Abgeordneten. Bei den Referenten bin ich mir nicht ganz sicher, könnte ich mir aber auch vorstellen. Nämlich je nachdem, welches Thema man gerade bearbeitet. Ich gehe jetzt mal in meinen Bereich. Wenn ich zum Beispiel sage Lebensmittelkennzeichnung, dann würde ich mich mit dem Thema oder mit einem entsprechenden Antrag im Arbeitskreis Transparenz bewegen. Wenn es um Verbraucherschutz in einem anderen Bereich geht, würde ich sagen, dann gehe ich mit dem Thema oder mit dem Antrag in den Arbeitskreis Bürgerrechte. Das heißt, ich finde es im Moment etwas schwierig zu sagen, ich setze mich fix in einen Arbeitskreis, könnte mir aber auf der anderen Seite vorstellen, dass sich jeder Abgeordnete für den Montag verpflichten sollte, an mindestens einer dieser Kernarbeitskreise teilzunehmen. Wenn er gerade keinen Antrag hat, dann guckt er, was ist vom Timing her am besten oder was ist thematisch für ihn am nächsten. Also diese Verpflichtung sollte in irgendeiner Form gegeben sein. Wir hatten ja auch vorher die Arbeitskreise Montag, wo eine verpflichtende Teilnahme da sah. Dementsprechend sollte es jedem Abgeordneten Ausnahmenkrankheit ausschließen. Und so weiter, möglich sein, an mindestens einem Arbeitskreis am Montag, aber eben flexibel teilzunehmen. Vielen Dank, Simone. Dann hätten wir den Kreon. Ja, ich ergänze das, was Simone gesagt hat. Ich sehe zwei Herausforderungen an der Sache. Das eine ist die Aufteilung in Bürgerrechte, Transparenz, Demokratie, digitale Revolution. Macht es uns nicht einfach, uns zu entscheiden, wohin gehört welches Thema, weil die doch sehr starke Überschneidungen haben, weil wir auch tatsächlich Schwierigkeiten haben, einzelne Abgeordnete oder auch sogar Referenten direkt einem Arbeitskreis zuzuordnen. Und wenn ich jetzt einen Antrag habe, wenn man sagt, okay, das Ganze ist total flexibel und ich gehe mal dahin, wo es gerade passt, wenn ich jetzt einen Antrag habe, hier zum VW-Skandal in Anführungsstrichen, so würden wir ihn nicht nennen, dann passt das in Bürgerrechte, dann passt das in Transparenz und digitale Revolution. Man kann natürlich verschiedene Richtungen haben in so einem Antrag. Ich kann sagen, ich möchte mehr dahin gehen, hier Autoindustrie ist veraltet und ich gehe mehr in digitale Revolution oder ich gehe mehr in Transparenz und sage hier nicht nur die Abgaswerte, auch die Verbrauchswerte stimmen nicht, aber
Insgesamt wüsste ich jetzt nicht, in welchen Arbeitskreis ich gehen sollte mit diesem Antrag. Ich würde dann wahrscheinlich irgendwie den ersten nehmen und dann mal gucken, was passiert. Macht das Ganze schwierig. Wir sollten es natürlich ausprobieren in der Praxis. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dann nochmal was korrigieren müssen in diesbezüglich. Schwierig wird es, und da sollten wir vielleicht nicht abwarten, dass wir auf jeden Fall eine Zuständigkeit und eine Verantwortlichkeit brauchen bei diesen Arbeitskreisen. Das ist unten ein Ansprechpartner. Das heißt, ich muss genau wissen, zu wem ich hingehe, wenn ich zu einem dieser vier Arbeitskreise eine Frage habe, wenn ich zu einem dieser Arbeitskreise irgendwas brauche. Und es muss auch jemand wirklich verantwortlich sein, diese nicht nur zu koordinieren und ein bisschen zu moderieren, sondern er muss verantwortlich sein oder sie muss verantwortlich sein, um auch Eigeninitiative zu ergreifen und dort zum Beispiel irgendwelche Zusammenfassungen zu erstellen oder Übersichten und diese interne Transparenz herzustellen, die ja sehr wichtig ist, an der anderen Arbeitskreise auch leider so ein bisschen gescheitert sind. Also immer wussten die Leute zwar innerhalb der Arbeitskreise, was passiert, aber nicht außerhalb. Und da brauchen wir auf jeden Fall für jeden Arbeitskreis jemanden. Das heißt, einer muss fest sein. Und eigentlich würde ich gerne da auch einen Abgeordneten sehen. Nur ist natürlich schwierig, jetzt als Abgeordneter zu sagen, ich mache jetzt genau nur diesen Arbeitskreis oder den setze ich mir jetzt auf die Fahne. Da müssen wir uns was ausdenken, damit das funktioniert. Also für die interne Transparenz ist es sehr wichtig, dass wir da Ansprechpartner haben und die auch wiederum nicht nur koordinieren im Arbeitskreis und auch wieder nach außen in die Fraktion rein vermitteln. Lukas, bitte. Vorab vielen Dank an alle, die sich da jetzt dran beteiligt haben und das endlich zu Papier gebracht haben, zum digitalen Papier. Das freut mich, das war ja ein langer Prozess. Und jetzt reden wir endlich konkret darüber und das ist, ich denke, das ist halt wirklich der richtige Weg. Für mich steht jetzt schon klar, dass ich mit dem einen oder anderen Antrag, wenn ich jetzt mal so in die Vergangenheit blicke, ganz einfach mit diesem Antrag, mit diesem Anliegen in mehrere Arbeitskreise muss. Das ist aber auch okay für mich. Ich denke, das wird sich so einspielen und man muss dann halt eben durch die Arbeitskreise tingeln, weil es halt eben Überschneidungen gibt. Aber ich denke, das ist auch Sinn der Sache, weil da die Arbeitskreise zwar einen Schwerpunkt haben, aber die Themen, die wir haben, durchaus Themen übergreifend sind oder die Anliegen sind themenübergreifend. Insofern kommen wir da halt nicht drum rum. Und wie gesagt, für mich steht schon jetzt fest, dass man halt auch eben in mehrere Arbeitskreise gehen muss. Hauptsache in diesem Arbeitskreis sitzen die Leute, deren Arbeitsschwerpunkt halt eben diese Themen sind. Das ist halt wichtig. Ansonsten, was die Zuständigkeit angeht, das hat der Olli ja bereits gesagt, das steht in der Vorlage, die Moderation und die Kooperation der Kernarbeitskreise übernimmt das Vorstandsreferat. Das heißt, da hat sich jemand schon Gedanken gemacht. Mich würde interessieren, wie das dann konkret ausgestaltet werden soll. Danke. Gut, dann hätte ich erstmal Olaf. Ja, einmal das auch mit der Zuordnung, was schon die ganze Zeit gesagt ist. Entschuldigung, Olaf. Toso, es tut mir leid. Ist ja nicht schlimm. Guten Morgen. Toso, bitte. Soweit alles schön und gut. Wie ist man auf den Tag gekommen? Also ich habe da regelmäßig Sitzungen am Montag. Ich kann da nicht hin. Gut, Hinweis. Okay, nicht wundern, wir sammeln gerade erstmal. Dann nehme ich das mal mit. So. Dann jetzt Olaf, bitte. Ja, einmal das also bei der verpflichtenden Teilnahme mit der Zuordnung, das sehe ich auch teilweise als sehr, sehr schwierig an. Aber das ist ja jetzt schon ein paar Mal gesagt worden. Ich möchte noch auf was ganz anderes hinweisen, was ich jetzt ein bisschen komisch finde, wenn ich jetzt die Liste sehe. Wenn ich mich erinnere, waren das damals 5 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob das also auf die sich irgendwie auch mit dem Vorstand der Partei geeinigt worden ist. Jetzt sind es nur noch 4 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob Sie, also ein bisschen finde ich es komisch. Ich glaube, es sind gar nicht mal mehr die Punkte. Und was ganz fehlt, ist der Punkt Soziales. Der war damals auf jeden Fall dabei. Ich möchte es auf jeden Fall mal hinweisen. Finde es ein bisschen komisch, dass der jetzt irgendwie plötzlich wieder weg ist. Dann bitte Moni.
Ich möchte mich so ein bisschen dem Olli anschließen. Einmal verstehe ich die Taktung nicht, warum das jetzt wöchentlich stattfindet, hatten wir bisher nie. Also das muss ja dann ein ganz intensives Arbeiten sein. Und ich habe halt in letzter Zeit auch viel Montagstermine gelegt. Und man müsste dann tatsächlich sicherstellen, dass das gut vorbereitet ist. Weil wenn Leute hier anderthalb Stunden den Weg auf sich nehmen, um sich hier hinzusetzen und nach fünf Minuten zu erfahren, wir haben heute nichts, dann finde ich das mehr als ärgerlich. Also man müsste tatsächlich sicherstellen, dass da thematisch was passiert und dass diese Sitzungen sehr gut vorbereitet sind. Und da halt auch nochmal die Frage, ob wirklich alle vier Arbeitskreise tatsächlich jeden Montag stattfinden, von ob wir da genug Futter für haben. Wir haben das ja gerade schon gesagt, dass immer manchmal, es gibt ja auch so Phasen, wo so ein bisschen, ne, nochmal als Anregung. Danke, Moni. Michel? Also ich möchte ein, zwei Sachen zu dem Thema klarstellen. Das war ja ein Vorschlag der Referenten seinerzeit, der ist ja lange Zeit auch gewachsen, entstanden. Punkt eins, es kann sein tatsächlich, dass es nicht zu jedem Arbeitskreis jederzeit genug Input gibt. Dafür war ja auch angedacht, dass es jemanden gibt, der die Koordination übernimmt und wo man vorher sammelt. Und wenn man vorher schon sagt, wir haben nichts, dann braucht man sich tatsächlich nicht treffen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Grundidee sozusagen lautet, wir nehmen diese Arbeitskreise, wir stellen die zur Verfügung und jeder kann mit seinem Thema nicht nur in einen Arbeitskreis, sondern zur Not sogar, wenn es Überschneidungen gibt, das wurde ja gerade auch gesagt, es kann Themen geben, da gibt es Überschneidungen, geht man eben in zwei und bespricht das sozusagen ja, themenübergreifend, metathemenübergreifend. Das ist Punkt eins. Also es geht darum, dass man eben eigentlich sich nicht festlegt auf einen Arbeitskreis, bei dem man immer ist, weil dann wären wir bei dem, was wir vorher hatten und das hat nicht funktioniert, sondern dass man so switchen kann, wie die eigenen Anträge und die eigene Bearbeitungslage es gerade braucht. Dass man da sozusagen seine Experten findet und sollte es tatsächlich mal nichts geben, kann man so ein Treffen auch absagen. Möglichst natürlich frühzeitig, du hast recht, wenn jemand für einen Arbeitskreis extra kommt, aber dann hat er ja auch irgendwas für den Arbeitskreis, dann findet er auch statt. Also wenn ich jetzt extra für den Arbeitskreis hier hinkomme, habe ich gerade so verstanden, es könnte sein, dass jemand umsonst fährt oder so. Ja, ich erzähle gerade, wie es eigentlich gedacht war. So, also ne, die Simone sagt, sie sieht das Problem, dass man schriftlich festhalten sollte, an wen man fest teilnimmt. Eigentlich war die Idee, man kann so ein bisschen hin und her springen. Ja, man hat einen, ich kann die Erweiterung verstehen, man hat einen, wo man sich festbindet und geht auch in andere, aber ja, schön wäre halt, wenn man sozusagen Expertengruppen hätte, wo man sich je nachdem, wie gerade die eigene Antragslage ist, reinspringen kann und das war die Grundidee. Das ist das eine. Das andere, was ich noch sagen wollte, weil mir jetzt die Zeit davon läuft, ja, Olaf, es gab mal fünf Themen, die sind inzwischen durch neue vier Themen ersetzt. Es gibt immer wieder Klausurtagungen, man schmeißt auch Dinge einfach mal um und entscheidet sich neu. Und bei dieser letzten LAFO-Fraktionsklausur sind halt neue Themen festgelegt worden. Das ist in dieser Fraktion so, das hier hat nichts so wirklich Bestand. Ja, von mir sogar in dem Landesverband. Das sind die neuesten Themen. Das war das, was am Ende beim letzten Mal rauskam. Und da ist Soziales nicht mehr vorgekommen. Gut, dann habe ich den Lukas. Wobei Soziales natürlich noch Bestandteil ist, halt eben, also ich kann das durchaus irgendwie in die vorhandenen Themen rein abstrahieren. Die Sorge, dass man dort keinen Input hat, keine Themen, die zweimal jetzt geäußert wurden, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn wir ein Plenum haben, welches gut vorbereitet ist. Das heißt, es gibt im Vorfeld eine Ankündigung. Wir sprechen heute garantiert über diesen Punkt. Dann werden auch andere dazukommen. Und ich persönlich sehe auch den Bedarf oder kann mir gut vorstellen, dass wir wöchentlich diesen Raum brauchen, wenn wir es raus haben, dort halt auch eben Themen reinzukippen, auch Ideen zu delegieren an einen Kreis, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es klappt und dass wir diese Zeit und diesen Raum brauchen. Denn mal ehrlich, uns läuft auch die Zeit ein bisschen davon für die thematische Arbeit. Und ich glaube, wir sollten dann erstmal wirklich mit diesen festen wöchentlichen Terminen das versuchen. Und
Und dann können wir immer noch runterregeln. Ich denke, es ist wesentlich einfacher, ein bisschen wegzunehmen und runterzuregeln, als halt auch wieder dann hochzuschrauben, wenn wir mal feststellen, dass wir doch mehr Platz und Zeit brauchen. Leon. Also zum Thematischen, glaube ich, werden wir mit der Zeit feststellen, was wir noch anpassen müssen. Also ich glaube zum Beispiel, dass Demokratie und Bürgerrechte locker einer sein können. Dass man da sozusagen was zusammenfassen kann, vielleicht noch was anderes braucht. Zum Soziales ist richtig, wir hatten Punkte, die anders benannt waren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich bin auch mit der Auswahl, zumindest in der Prioritätensetzung, Viertel, 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 Viertel nicht ganz zufrieden, weil digitale Revolution wird wahrscheinlich immer mehr als eine Stunde brauchen. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Aber okay, ausprobieren. Wir werden auch sehen, dass aktuelle Themen manchmal vielleicht ein Problem ist, die dann richtig einzuordnen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, klang ja schon ein paar Mal an, extrem wichtig, dass wir einen Ansprech, jeweils einen Ansprech haben, eine Person, eine einzige Person für jeden Arbeitskreis und auch nur auch vier Personen, das heißt aufgeteilt, nicht eine Person macht alle Arbeitskreise, sondern aufgeteilt, sodass wir wirklich einen Mr. oder eine Mrs. Bürgerrechte haben und das dann wirklich, und Stellvertreter von mir aus auch, und das dann wirklich zuordnenbar ist und dass die Ankündigung, was in diesen Arbeitskreisen passiert, genauso gehandhabt wird wie bei der Presse jetzt mit der Wochenübersicht, dass die Themen reingegeben werden müssen und am Freitag wird entschieden, ob der Arbeitskreis stattfindet und was da passiert und wer was vorträgt und vorstellt und so weiter und so fort, nicht am Montag, damit dann das auch klar ist, damit wir wissen, was wir machen. Das wäre die Voraussetzung, glaube ich, damit das passiert. Damit das klappt. Das hätte auch den anderen Arbeitskreisen gut getan, aber wir beginnen ja jetzt hier einfach nochmal neu damit. Dann habe ich noch den Michel. Ich wollte nur die Frage beantworten, warum das montags ist, weil Toso gerade auch ein bisschen säuerlich reagiert hat, nach dem Motto, kann man machen, bin ich halt raus. Ja, man kann A, nicht es jedem recht machen, das ist ein Problem, Terminfindung ist immer ein Problem, B, das war auch der Wunsch der Referentenrunde beziehungsweise der auch teilnehmenden Referenten, der vorgeschlagenen Referenten seinerzeit, und so kam es jetzt auch raus, dass man das montags macht, damit es sich auf, damit es auch im Kopf drin ist, damit es sich komprimieren lässt in der Referentenrunde um 16 Uhr. Und deswegen ist es auch so stündlich getaktet bis 16 Uhr in einem durch, weil das einfach die Vorbereitung auf die Referentenrunde sein soll, wo nochmal alle zusammenkommen und wo man die, ich sag mal, strittigen Punkte am Ende diskutieren kann. Das war ein Vorschlag und der Montag war der am wenigsten belegte Tag zu dem, wo dann auch einfach alle zusammenkommen können. Und deswegen haben wir den Montag gewählt. Toso noch bitte. Ja, vielleicht berücksichtigen wir dann dabei, dass die Referenten relativ wenige externe Termine haben im Gegensatz zu uns. Relativ wenige feste Ausschusstermine, weil sie immer meistens einem Ausschuss zugeteilt sind und nicht mehreren Ausschüssen und Kommissionen. Und dass sich eigentlich in anderen Arbeitsorganisationen die Termingestaltung nach der Führungsebene orientiert und nicht nach demjenigen, der im Endeffekt Angestellter ist. Also es wäre schon total toll, wenn wir uns hier gegenseitig mitnehmen. Und wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, brauchen wir es nicht zu machen. Darf ich? Ich möchte kurz unterbrechen, denn wir haben das Zeitlimit schon überschritten. Ich wollte gerne, bevor wir jetzt über... es geht nicht darum, dass du nicht mitarbeiten sollst. Ich unterbreche hier mit... Toso, bitte. Moment. Du hast ja noch Zeit. Ich gebe dir jetzt ganz normal das Wort wieder. Bitte, mach weiter. Du hast noch. Dankeschön. Also, es geht mir nicht darum zu sagen, dass wir explizit nie diesen Montag nehmen können. Das ist nicht der Punkt. Aber ich möchte darin eingebunden sein. Ich möchte, dass genauso wie auf die Termine von anderen Rücksicht genommen wird, auch auf meine Termine Rücksicht genommen wird. Das passiert nicht. Ich bin nicht in diese Termingestaltung eingebunden worden.
Meinetwegen können wir da jedes Mal ein Doodle zu machen, ist mir völlig Wumpe. Ich bin noch nicht mal darin eingebunden worden, in welchem Takt wir das machen wollen. Und ich befürchte, das ist auch sonst niemand hier. Ja, genau. Deshalb möchte ich auch gerne, dass das wahrgenommen wird und dass darauf eingegangen wird. Das Einzige, was ich hier erfahre, ist Ablehnung, Moni. Und das Einzige, was ich hier erfahre, ist völlige Respektlosigkeit, weil in meinen Redeslot beständig reingeredet wird, was die anderen nicht tun. Dankeschön. Und an der Stelle brauche ich einfach, wenn man das nicht will, dass ich mich dazu äußere, oder wenn man da grundsätzlich nur gegen ist, weil es vielleicht von mir kommt, dann muss ich halt hier nicht teilnehmen. Das erleichtert mir meine Arbeit ungemein. Da habe ich mehr Zeit, um wirkliche politische Arbeit zu leisten. Danke. So, wir sind jetzt knapp viereinhalb Minuten über der Zeit. Jetzt gab es zwischendurch einzelne Wortmeldungen. Wenn niemand was dagegen hat, würde ich dieses Thema um 5 Minuten verlängern. Zugleich aber daran erinnern, dass wir das jetzt hier nicht durchprügeln, dann verzögert sich das halt lieber nochmal um eine Woche und dann gehen wir damit halt nochmal nächste Woche hier nochmal rein. Aber dann, am besten erwarte ich dann von den Leuten, die sich jetzt kritisch geäußert haben, dann erweiternde Gegenvorschläge, am besten schriftlich, damit wir diese nächste Woche in der Vorstandssitzung behandeln können. Und jetzt nehme ich nochmal schnell die Leute auf, die sich melden oder gemeldet haben. Ich glaube, das waren Simone, vorher Michelle, Simone, Moni. Gab es sonst noch Wünsche? Wo ist jetzt die Moni hin? Michelle, bitte. Michelle sagt. Na gut. Ja, es fällt mir relativ schwer dazu, was zu sagen. Ich gerade von dir, Toso, ich glaube, du weißt, dass es nicht darum geht, dass du hier nicht erwünscht bist. Es geht nicht darum, dass man dir den Mund verbieten will oder irgendwas. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendjemanden ausschließen. Es geht darum, dass es erwünscht ist und Aufgabe des Vorstands ist, einen Vorschlag zu machen, dass wir so Vorschläge nicht einfach irgendwie aus der Hüfte schießen, sondern dass wir uns Termine angucken. Und nein, es geht nicht darum, wann haben Referenten Zeit, sondern wir haben uns angeguckt, was für Termine sind wann. Und der Montag ist der freiste Tag. Da fällst du bei raus, das weiß ich. Aber tut mir leid, wenn ich das sage. Es ist völlig unpraktikabel, zu allem, was hier irgendwie vorgeschlagen wird, jedes Mal ein Doodle zu machen. Es kommt am Ende dabei raus, ja, der Montag ist der freiste Tag und Toso wird ausgeschlossen. Also das Ergebnis ist das Gleiche. Jetzt kannst du sagen, ich soll jedes Mal zu dir kommen und mit dir darüber reden. Puh, ja, kann ich demnächst machen. Wenn das eine Aufgabe ist, die du verlangst, dann macht der Vorstand auch das. Aber es ist halt einfach ein Vorschlag, ein Terminvorschlag, der, wie gesagt, nicht aus der Hüfte geschossen ist, sondern der gemeinsam mit den Leuten gefunden wurde, A, die auf Referentenseite dabei waren und B, die sich den Kalender vor die Brust genommen haben und gesagt haben, wann sind die freien Tage. Und dann kommt da leider der Montag bei raus. Ja, es gäbe noch einen anderen Tag, das ist der Freitag, der ist auch relativ leer. Und dann sagen viele Leute, ja, aber da mache ich meine Wahlkreisarbeit. Und dann habe ich aber dies und dann habe ich aber das. Und dann, ja, schließe ich den nächsten dabei aus. Und jetzt, was mache ich dann? Der Montag ist leerer als der Freitag. Der Montag ist im Moment der Vorschlag. That's it. Das hat nichts mit Ausschließen und schon gar nichts mit, wir wollen jetzt mal irgendwas gegen Toso machen zu tun. Und das solltest du eigentlich wissen. Und den Vorwurf, naja, denk drüber nach. Dann hätte ich die Simone. Ich denke schon, dass es einen Fraktionsbeschluss gab 2012, dass wir uns entschieden haben, die Arbeitskreise nach der Vorstandssitzung am Montagnachmittag durchzuführen. Jetzt haben wir andere Arbeitskreise, aber dass wir Arbeitskreise am Montagnachmittag machen, denke ich, steht seit 2012 fest. Und Toso, ich verlange von dir jetzt keinen Stundenplan oder Terminkalender, aber ich sehe als fixen Termin, glaube ich, 14-tägig oder so, um 14 Uhr die Verfassungskommission. Und die ist jetzt ja auch endlich. Also ich sehe bezüglich der Landtagstermine nicht, dass es dir nicht möglich sein kann, an einem der Arbeitskreise zumindest 14-tägig teilzunehmen. Aber vielleicht habe ich da auch einfach nicht den kompletten Durchblick bezüglich der ganzen Landtagstermine. Weil Außentermine kann man auch an anderen Tag legen. Ja. Dann hätte ich die Moni. Ja, zwei Sachen. Das, was ich gerade sagte, nochmal bitte über die Taktung nachdenken, weil wenn wir es verpflichtend machen, binden wir alle 20 den
Montag auch hier ans Haus und sagen, wir würden andere Termine zurückstellen, zusätzlich zu dem Dienstag. Und ich würde jetzt schon sagen, dass ich auf jeden Fall schriftlich den Folgeantrag stellen werde, dass montags dann keine Referenten kein Homeoffice mehr machen können. Dann hätte ich Nico. Ja, also wenn ein Problem bei der Terminfindung die Verfassungskommission sein sollte, da haben wir dann vielleicht ja demnächst da auch mehr Luft, weil es wurde ja quasi schon hier kolportiert, dass wir uns aus dem Gremium zurückziehen wollen, nachdem das mit der Sperrklausel jetzt kommt. Und von daher kann ich dann gegebenenfalls auch noch einen Folgeantrag reinbringen, dann könnte es vielleicht dann bei der Terminfindung einfacher werden. Und dann hätte ich abschließend den Lukas. Ich würde dann niemanden weiteren auf die Liste nehmen. Wie gesagt, das Ding geht ja nochmal in eine Runde. Ja, abschließend. Tuso, ich will dir nichts vorschreiben, was du zu tun hast. Das liegt mir fern. Was ich will, ist, dass du mitmachst an diesen Arbeitskreisen. Dass du dich einbringst. Ich will dich dabei haben. Nicht nur in einen, sondern auch in mehreren. Und ich bin momentan etwas unglücklich darüber, weil ich nicht genau weiß, wie ich dich da halt mitnehmen kann. Also ich persönlich, das musst du mir jetzt nicht beantworten, das kannst du mir nachher später unter vier Augen beantworten. Ich würde dich da halt irgendwie gerne mitnehmen. Ich weiß halt nicht wie, ich weiß nicht, was ich jetzt tun kann. Ich nehme dein Gefühl wahr und ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst, weil du scheinbar der Einzige bist, der halt eben da diese Termine hat. Und ich weiß halt keine Lösung dafür. Und die Frage ist, was macht man dann? Vielleicht kannst du mir das nachher beantworten, weil ich würde gerne mit dir da zusammenarbeiten, weil wir müssen da alle zusammenarbeiten in diesen Arbeitskreisen. Der Vorsitzende noch einmal dann jetzt. Ich versuche nur die 20 Sekunden zu füllen. Toso, ich verstehe, dass du das mit der persönlichen Anwesenheit, dass das ein Problem ist. Aber in unserem Lösungsvorschlag steht eben nichts, nicht das, was Simone gesagt hat in ihrem ersten Satz. Da steht nichts von Anwesenheitspflicht. Natürlich wäre das schön, wenn man die Kreise auffüllt, aber da steht, Referenten sollen teilnehmen. Das heißt, die Kreise werden stattfinden, Referenten werden da sein. Themen können von Referenten mitgebracht werden, dass du dann nicht persönlich anwesend bist bei dem einen oder anderen Montag. Ja, das ist so, das tut mir leid. Das wird wahrscheinlich auch bei mir so sein, aber die Idee ist, dass man mit den Leuten, die interessiert sind, zusammen etwas ausdiskutieren kann. Wir verpflichten die Referenten, an Zweien teilzunehmen. Es werden also Leute da sein, es werden Themen diskutiert und auch deine Themen werden diskutiert, auch wenn du eventuell nicht persönlich anwesend bist. Das ist das Einzige, was ich dir in dem Fall jetzt für diese Verfassungskommissionstermine sagen kann. Okay, damit sind wir am Ende der Diskussion zu diesem Thema. Wie gesagt, es wird noch einmal dann jetzt eine Schleife drehen. Ich möchte mich für die angeregte Diskussion bedanken. Wir kämen dann zum nächsten Top. Ich hatte mich da gerade vertippt. Wir sind dann bei Top 3. Da geht es um einen Beschlussvorschlag. Warum ist das so? Warum ist was so? Hast du es beschlossen? Was denn? Dass es noch eine Runde dreht? Hatten wir doch gerade schon festgehalten, oder nicht? Okay. Okay, also machen wir es anders. Ich möchte kurz ein Meinungsbild einholen. Wer möchte den Vorschlag, so wie er jetzt existiert, abstimmen? Ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild fällt relativ schwach aus. Bitte? Gegenprobe, warum? Ich stelle noch ein Meinungsbild. Wer würde diesen Vorschlag, so wie er jetzt zur Abstimmung stehen könnte, ablehnen? Super. Michael, sollen wir ihn abstimmen oder nicht? Toso, bringst du einen Gegenvorschlag? Oder Erweiterung, was auch immer. Ja, dann ist das okay. So, dann für nächste Woche auf jeden Fall, Montag in der Vorstandssitzung. Ja, natürlich. Okay. Top 3. Es geht um den Beschlussvorschlag zur Vorbereitung einer großen Anfrage für Anfang 2016. Wir haben das Thema
auf Bitten Joachims im Vorstand behandelt. Wir haben es bereits durchgesprochen. Wir möchten euch das Ganze kurz vorstellen. Hierbei gilt es, ein wenig darauf zu achten, auf die Wortwahl zu achten, denn es möglichst allgemein zu halten, damit wir nicht von vornherein jemanden an den Pranger stellen. Von daher, Hartmut, möchtest du eben den Beschlussvorschlag einmal vorstellen oder soll ich das eben tun? Wir sind bei Top 3. Moment. Bin ich falsch? Was habe ich denn hier auf? Ach, vergesst es. Ich habe das falsche Pad gerade auf. Ich bitte um Verzeihung. Ja, natürlich. Natürlich. Dann bitte ich um Verzeihung. Es geht um den Beschlussvorschlag zur Frage der Klage gegen die Nichtwahl eines Fraktionsmitglieds ins Landtagspräsidium. So rum war es. Genau. Michel, möchtest du oder Hartmut? Ja, dazu gibt es einen Beschlussvorschlag. Das ist also die Empfehlung auch des Vorstandes. Die Fraktion stellt ein weiteres, also die Frage ist, wie geht man jetzt weiter vor? Und der Vorschlag ist, die Fraktion stellt ein weiteres Mitglied zur Kandidatur für das Präsidium auf. Sollte auch diese Kandidatur scheitern, klagt die Fraktion einen Vizepräsidenten vor dem Verfassungsgerichtshof NRW ein. Entwickelt ist dieses Prozedere vom Justiziar, vom Gerhard. Und der Hintergrund der nur vielleicht ganz kurz zu dieser neuen Kandidatur, wir wollen uns natürlich nach Möglichkeit auch offen halten, im Eilverfahren etwas zu machen. Und in dem Augenblick, wo etwas sehr, sehr lange her ist, kann man also nicht noch sagen, wir haben aber auch jetzt die Bitte, das im Eilantrag zu entscheiden. Wenn wir allerdings einen neuen Kandidaten vorschlagen würden, ist das gegeben. Und zum anderen ist es auch so, dass im ersten Wahlverfahren, das ist auch der Hinweis von Gerhard, nur ein Wahlgang stattgefunden hat. Also da macht man es der Gegenseite auch relativ leicht, indem man gesagt hätte, ihr hättet ja auch zweimal oder auch dreimal antreten können. Das ist im bundesweiten Verfahren ja durchaus üblich gewesen. Das ist also der Hintergrund. Die Begründung ist im Einzelnen beigefügt. Danke. So, dann Michel. Ja, zu der Begründung noch eins ergänzend. Das Thema soll nicht einschlafen. Wir haben uns aufgeregt über das Thema. Es ist ungefähr das, was Olli vorhin gesagt hat. Es gibt da ein Thema, aber das ist irgendwo vergraben und man findet es nicht wieder. Ist so ähnlich wie bei unseren Spezialwebseiten. Wir haben unserer Meinung nach das Recht dazu. Wir sollten auf dieses Recht bestehen. Es wird hier nichts bringen, wenn wir im Landtag immer wieder uns hinstellen und sagen, ja, im Grunde genommen, solange ihr mir hier das Präsidiumsmitglied nicht gebt, mache ich dies und das nicht. Das haben wir auch schon versucht. Das war auch ganz nett. Immer rein. Die FDP darf hier auch mit diskutieren. Dann nicht. Nein, wir haben unserer Meinung nach das Recht dazu. Wir sehen das auch juristisch so, dass es das Recht dazu gibt. Wir sollten das einfach öffentlich machen. Und was gibt es für eine bessere Öffentlichkeit, als wenn wir sagen, Leute, ihr verweigert uns hier ein Minderheitenrecht und wir klagen das jetzt einfach ein. Okay, dann Olaf, bitte. Kleine formelle Frage, die mich jetzt wirklich interessiert in dem Zusammenhang. Also die Person, die sich jetzt noch aufstellen lässt, müsste sich ja mehrmals, also die müsste ja mehrere Wahlgänge durchmachen. Wenn ich das richtig verstehe. Also das ist ja dann so geplant, genau, das ist die Strategie. Gibt es irgendwo eine Höchstgrenze hier? Weiß man das jetzt? Gibt es nicht? Also das heißt, wir müssen irgendwann nach der fünften, sechsten oder was weiß ich wie vielen Runde abbrechen und sagen, so, okay, nächste ist die Klagerunde, oder? Jetzt ist jetzt rein die Frage, wie es... möglichst so viele Wahlgänge durchzuführen, wie höchstmäßig schon mal irgendwo stattgefunden haben. Sonst, ja. Das Verfahren, nur zum Hinweis, was Gerhard mir mitgeteilt hat, das Verfahren sollte halt so sein, dass es auf dieser formellen Ebene nicht angreifbar ist. Ihr hättet ja noch mal. Wollte sich dazu jetzt noch jemand äußern? Dann... Moni. Nur eine Frage. Wir hatten darüber gesprochen. Habt ihr denn inzwischen zumindest mal die Protokolle vom Präsidium angefordert, so wie wir es abgesprochen hatten eigentlich? Machen wir dann.
Danke für die Erinnerung. Bevor ich jetzt wieder das falsche Pad aufhabe, Sekunde bitte. Okay, es handelt sich hierbei trotzdem um eine Beschlussvorlage. Diese Vorgehensweise mit allem, was dann hinten da dran hängt, sollte dann natürlich entsprechend noch abgestimmt werden. Wer dieser Vorgehensweise seine Zustimmung zeigen möchte, möge dies nun per Handsignal signalisieren. Bitte einen Moment warten, denn hier müssen wir ausnahmsweise die Namen protokollieren. Okay, wer ist gegen diesen Beschlussvorschlag oder diese Vorgehensweise? Okay, wer enthält sich? Bei 2 Enthaltungen. Und Toso ist entschuldigt, weil er gerade in diesem Moment kurz telefonieren musste. Kein Thema. Demzufolge nach verfahren wir so. Und zusätzlich besorgen wir dann halt nochmal ein paar Protokolle und müssen dann intern auch nochmal über die Kandidaturen reden. Aber vielen Dank erstmal. Dann hätten wir die nächste Vorlage. Hier behandelt es sich um eine reine Informationsvorlage zum Kommunalvertretungsstärkungsgesetz. Und da wollte ich nochmal Hartmut kurz, wenn er möchte. Da gab es die Anfrage aus dem Vorstand, was kann man jetzt rechtlich aus der Fraktion gegen die Sperrklausel machen. Das haben wir im Justizariat geprüft und das Ergebnis ist einfach, die Fraktion kann gegen dieses Gesetz nicht mit Aussicht auf Erfolg klagen. Das ist also ganz eindeutig. Der Landesverband der Piraten sollte gegen das Kommunalvertretungsgesetz klagen und wegen der Mandatierung eines Verfahrensbevollmächtigten hat nach Kenntnisstand des Justizariats bereits Nico Michaelis den Professor Pirot angesprochen. Also da ist was gelaufen, allerdings ist die Fraktion nicht mit Aussicht auf Erfolg klageberechtigt. Das ist eine Information. Die Inhalte dazu oder die Begründung sind im Einzelnen ausgeführt. Ist hierzu Diskussionsbedarf gewünscht oder angesetzt? Besteht er? Wortmeldung from anyone? Möchtet ihr nochmal separat vielleicht das Ganze zugeschickt bekommen haben? Ihr müsstet ihr eigentlich, hoffe ich. Ja, Toso bitte. Nur der kurze Hinweis, das ist jetzt keine nagelneue Erkenntnis, diese Erkenntnis haben wir schon länger und das ist selbstverständlich mit dem Landesvorstand abgesprochen, schon seit nicht ganz neu. Vielen Dank, Toso. Ich habe mich gerade verklickt, ich bin nicht auf der Rednerliste. Dann wären wir mit Top 2 dann jetzt durch. Dann kämen wir zu Top 3, den Umlaufbeschlüssen. Dabei, um es kurz zu machen, geht es um 2 nur zur Kenntnisnahme aus dem laufenden Plenum heraus, wo es um Entschließungsanträge und Antragsrücknahme ging. Diese beiden waren entsprechend positiv behandelt und abgearbeitet worden. Und ist dazu noch nachträglich das Wort gewünscht? Okay, dann würden wir zu Top 4 kommen, der Bereich Sonstiges. Da ist im Augenblick nur ein Punkt. Jetzt kommt schon die erste Wortmeldung jetzt zu Top. Okay, Top 3,5. Eine Rückfrage von Simone, Sekunde. Es gab gestern Nachmittag noch einen Job auf der Tagesordnung. Da wollte es. Bitte? Der nicht mehr da steht. Ja, der jetzt nicht mehr da steht. Oh. Michelle, ich frage dich ganz direkt. Moment. Also es hat ihn jemand anders gelöscht.
Okay, du willst dann nicht öffentlich beteiligt dazu äußern oder wie gibt es Verfahren wir weiter? Weil bewusst. Weil es war ja eigentlich ein öffentlicher Punkt. Richtig. Dann können wir dies gleich vielleicht vor oder nach Top 4. Ich bin jetzt tatsächlich in Top 4. Gut, dann mache ich das jetzt hier. Sollen wir dann trotzdem erstmal die Helferkonferenz besprechen, Michel? Ja. Vielen Dank. Dann würde ich doch Tina, Jens, bitte. Ja, Donnerstag, 17 Uhr, findet hier die Helferkonferenz statt, ab 17 Uhr. Wir haben 5 Themenbereiche festgelegt. Freifunk macht Lukas, ne, Freifunk Wohnen. Sprachintegration hat sich Simone bereit erklärt, die Patenschaft für die Gruppe zu übernehmen. Schule und Kinder wird Michelle übernehmen, den Slot. Arbeit macht Toso macht die Arbeit. Und das Thema Abschiebung und alles, was damit zusammenhängt, dem wird sich der Henry widmen. Ja, ansonsten die Organisation, also alles, was jetzt mit Räumen und Material und so weiter zusammenhängt, ist fast fertig. Es wäre ganz schön, wenn vielleicht die einzelnen Abgeordneten nochmal ihre persönlichen Kontakte einladen könnten. Wobei, bitte? Wie viele Anmeldungen gibt es? 70 im Moment. Aber ich bin jetzt auch noch nicht dazu gekommen, nochmal heute zu gucken, wer sich noch angemeldet hat. Also ich denke, so 100 werden wir werden. Ne? Ja, es gibt jetzt eigentlich nur noch so Kleinigkeiten, ne? Also Namensschilder, Gedöns und Presseanfragen. Ne? Ja, also aktuell ganz kurz, WDR hat da Interesse, gerade hat das Mikro. Ganz aktuell, WDR hat Interesse, da sprechen wir gleich. Gerade hat mich das ZDF angerufen, die hätten gerne auch einen Kontakt, den sie begleiten möchten, einen Helfer, inklusive dann also morgen vor Ort und übermorgen hier auf der Helferkonferenz. Da kümmere ich mich drum. Was du jetzt gerade nicht gesagt hast, aber ich trotzdem irgendwie nochmal bemerkenswert finde, das ist jetzt keine Bubble-Veranstaltung, da sitzen jetzt nicht 70 Piraten, da sind auch Piraten dabei, aber es sind wirklich Leute von vor Ort, Studenten, Hilfsorganisationen etc., die berichten und sich vernetzen wollen. Und ich finde, das ist eine gute Plattform, die wir nutzen sollten und ich freue mich drauf. Dann habe ich Jens Toso dann bitte. Ja, eine Sache, wo wir noch Personal brauchen, ist zum Protokollieren. Also uns fehlen noch 2 Protokollanten und ich weiß nicht. Hm? Bei dir ist okay? Okay, dann fehlt nur noch einer. Das kriegen wir dann schon hin. Okay, so dann. Okay. Ja, also erstmal vielen, vielen lieben Dank an die doch sehr kurzfristige Orga und dass das alles geklappt hat, finde ich total großartig. Ich möchte noch mal hervorheben, unsere Helferkonferenz ist natürlich komplett öffentlich und jeder, der sich auch kurzfristig entscheiden möchte, kann einfach hinkommen. Ne? Das ist am Samstag bei dieser Closed-Shop-Veranstaltung schon wieder anders. Ne? Also bitte kommt am Donnerstag zu uns und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, Jens hat es gerade schon gesagt, wir sprechen halt die an, die Menschen und es kommen auch viele von den Menschen, die halt einfach völlig bürokratiefrei Hilfe organisiert haben die letzten Wochen, die ganz großartige Arbeit geleistet haben und wo viel gesagt wird von NGOs, aber auch von Politik, hey, zu denen gibt es gar keine Schnittstelle. Doch, gibt es. Man muss den Menschen nur einen entsprechenden Raum geben. Und das kann man so tun, da kann man sich mit denen vernetzen. Und dann kann man dieses großartige Potenzial der Freiwilligen und Helfer in den Kommunen auch wunderbar heben. Und das ist total wichtig. Und deshalb finde ich klasse, dass wir diese Geschichte machen und freue mich auch wirklich auf Donnerstag. Und es geht auch nicht darum, dass wir irgendwelche Vorträge großartig halten, sondern dass wir diese Vernetzung fördern. Und da können gerne Fragen unendlich mit hingebracht werden. Wir werden die vielleicht gar nicht direkt beantworten können, aber wir werden im Nachgang alles, was an Fragen offen ist, nachliefern als Beantwortung.
So, dann habe ich mich selber noch mal kurz auf die Liste gesetzt, nämlich auch die Sache mit der letzten möglichen fehlenden Protokollierung kriegen wir auch noch hin. Gehe ich mal von aus. So, dann Simone. Ich brauche noch mal eine kurze Frage jetzt zum Intro für mir heute Morgen beim Duschen. Ich weiß auch nicht, warum. die kommen ja dann praktisch rein und haben wir dann hier vorne so einen kleinen Stand, beziehungsweise letzter Stand ist ja wahrscheinlich bei der Menge, dass wir jetzt doch im Plenum starten werden. Sammeln die sich dann oben vom Plenum? Gibt es da Getränke oder rennen die hier rum und gehen dann um 17 Uhr direkt rein? Also wir werden die in der Bürgerhalle empfangen. Wir haben auch sogar ein Plakat noch von dem Comic schon eine Seite geplottet. Wir haben da Getränke und begleiten die dann nach oben. Also ich hab bewusst in der Einladung nicht Plenarsaal geschrieben, weil ich ja nicht wusste, wie viele es werden und nachher ist es dann komisch. Also deshalb, wir holen die einfach ab und nehmen die mit drauf. Ja, ist das hier in einer Ecke? Gibt es eine Ecke, wo wir sind? Ja. Also es wird Getränke geben. Wo genau, weiß ich jetzt auch nicht. Könnte ich nochmal bei der Küche da oder beim Catering nachfragen. Aber wobei, die Uhrzeit ist ja auch ruhiger. Ja. Es ist ja nicht mehr so früh wie mittags. Ne? Ja. Quatschen einfach jeden an, der im Foyer ist. Ja. Mitkommen. Okay. Zur Erinnerung, für diesen Punkt oder im Nachgang dieses Punktes haben wir ja noch am Freitag dann den runden Tisch Flüchtlinge, wo Simone dann zugegen sein wird. Und für alle die am Donnerstag nicht die Zeit gefunden haben, die können ganz zufälligerweise erst sich dann die Zeit nehmen und am Samstag bei der anderen Flüchtlings... Geht nicht so einfach, ne? Ach, dafür braucht man die Einladung. Ach so, die SPD lädt selber ein, wer kommt. Ah, okay. Persönlich? Ah, verstehe. Also nicht so offen. Das ist ein, danke Toso für den sachdienlichen Hinweis, das ist eine Closed-Shop-Veranstaltung. Warte, darf ich dir nochmal das Wort erteilen? Bitte, Toso. Ich finde übrigens an der Stelle sehr großartig, dass jedes Mal, wenn wir hier am Wochenende, weil der durchschnittliche Mensch hier in NRW, da ja im Schnitt eher wochentags als am Wochenende arbeitet, würden wir hier gerne viel mehr Veranstaltungen am Wochenende anbieten, damit Menschen hier auch teilnehmen können. Wir kriegen hier vom Präsidium, wo wir also nicht überbordend vertreten sind, weil das ja immer wieder abgelehnt wird, immer die Aussage, nee, am Wochenende darf hier nichts stattfinden. Das geht nicht. Und jetzt, wo wir am Donnerstag diese Helferkonferenz machen, wird hier relativ kurzfristig am Wochenende eine SPD-Veranstaltung stattfinden. Oh. Ja. Nur ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also das finde ich schon, sehr, sehr grotesk. Also hier wird definitiv mal wieder mit zweierlei Maß gemessen. Das finde ich wirklich sehr, sehr hässlich. Diese Parteipolitik, die hier durch das Präsidium gemacht wird, finde ich einem Parlamentarismus, wie wir uns den hier vorstellen, durchaus nicht angemessen. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch einen Vizepräsidentenvertreter brauchen. Da geht es nicht darum, dass wir hier Prinzessin sein wollen, sondern weil wir bei solchen Entscheidungen definitiv mehr Mitspracherechte haben müssen. Dankeschön. Vielen Dank, Toso. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende von Top 4. Hallo Dietmar, schön, dass das geklappt hat. Wir sind nicht am Ende von Top 4. Es gibt dann jetzt den zwischenzeitlich irgendwie runtergefallenen Zwischenpunkt von Michelle. Ja. Also was jetzt kommt, fällt mir relativ schwer. Und zwar nicht wegen dem, was ich sage, sondern wegen der leider nicht vorhandenen Möglichkeit, vorher mit der betroffenen Person zu sprechen. Ich habe mehrfach versucht, Daniel anzurufen, heute Morgen im 5-Minuten-Takt quasi. Habe das vorher noch getan, als die Sitzung hier schon lief. Ich wollte ihn unbedingt erreichen, ich war in seinem Büro. Er ist leider nicht erreichbar. Ich bin von viel zu vielen Leuten auf die Geschichte im Express angesprochen worden. Und ich bin von viel zu vielen Leuten aus dieser Partei, die uns hier im Landtag stützt
und auch aus der Fraktion und von Mitarbeitern und so weiter angesprochen worden, die Daniels Reaktion auf den Expressartikel nicht verstehen konnten. Alles in allem geht es vor allen Dingen darum, dass die, ich sag mal, gefühlte Mehrheitsmeinung ist, vielleicht haben mich auch nur Vertreter der einen Meinung angesprochen, ich weiß es nicht, dass in einer solchen Situation wir von jedem anderen und auch in jeder anderen Partei, von jedem anderen erwartet würde, dass derjenige sagt, das ist Blödsinn, das stimmt nicht, ich bin in der Fraktion, ich stehe zu der Fraktion und ich mache eine klare Aussage. Was Daniel gemacht hat, war keine Aussage zu treffen und damit hat er eigentlich alles gesagt. So kommt es zumindest an. Ich möchte die Fraktion gar nicht in lange Debatten stürzen, die am Ende nur irgendwie uns selbst und auch Daniel als Person schaden können. Ich hätte gerne gehabt, dass Daniel hier ist. Ich hätte es ihm gerne ins Gesicht gesagt. Ich hätte ihn gerne vorher telefonisch erreicht. Ich kann es aber nicht mehr vom heutigen Tag wegschieben. Ich muss es jetzt machen und ich muss es auch öffentlich machen. Lieber Daniel, wenn du das hörst, ich fordere dich hiermit auf, dich zu diesem Expressartikel zu positionieren und klar zu sagen, ob du weiter zu dieser Fraktion stehst oder ob du tatsächlich daran denkst, die Partei zu wechseln, / die Fraktion, mit der Fraktion nicht mehr zusammenzuarbeiten. Was sind deine Pläne? Und ich hätte die Antwort darauf gerne binnen einer Woche, sodass wir nächste Woche, am besten bis zum Ende dieser Woche, darüber reden können. Du weißt, ich habe mit dir geredet, du weißt, ich habe mit dir und anderen geredet, du weißt, wir sind zu keiner Lösung gekommen. Das ist keine Situation, die wir weiter hinnehmen können und wir müssen von dir in dem Bereich klare Worte hören. Ich sage nichts zu dem Thema, ist leider keine Aussage, die ich persönlich hinnehmen kann. That's it. Dann frage ich kurz in die Runde, ob es zu diesem Wunsch von Joachim, ja, weitere Wortmeldungen gibt. Ich hätte da noch ein Vorschlag, den ich gleich noch sage. Joachim, bitte. Ja, danke, Michel, für deine Ausführungen. Ich will eigentlich nur einen Satz anfügen. Ich hätte diese Antwort von Daniel gerne öffentlich. Dann hat sich mein Redebeitrag auch erledigt, vielleicht aber halt schon vor Gespräch diese Woche. So. Okay, gibt es weiteren Gesprächsbedarf hierzu? Dann sind wir jetzt am Ende von Top 4. Ich schaue jetzt sicherheitshalber, weil ich es heute ja geschafft habe, zwischendurch das falsche Pad aufzuhaben, ob wir auch wirklich nichts übersehen haben für den öffentlichen Teil. Dann sind wir um 11.19 Uhr am Ende des öffentlichen Teils angekommen. Ich würde vorschlagen, wir machen bis 11.30 Uhr dann Pause und starten dann mit dem fraktionsöffentlichen. Und starten um 11.30 Uhr mit dem fraktionsöffentlichen Teil. Und von daher sehen wir uns dann nächste Woche wieder und vielen Dank. Thank you.